Willkommen. In der letzten Episode habe ich dieses Dorf gefunden und eine Festung in der Hölle und habe eine Eisenfarm am Spawn gebaut. In der heutigen Episode geht es in die antike Stadt direkt unter meine Base. Zuerst muss ich allerdings meine Rüstung verbessern, um wenigstens so tun, als hätte ich eine Chance gegen den Wächter. Ihr dürft gespannt sein und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der dritten Episode. Sonntagnachmittag-Stream, let's go. Wir müssen erstmal zurück wieder zur Base. Vielleicht möchte ich ins Deep Dark, ne? Vielleicht lockt mich das schon hart. An und für sich soll das kein Problem sein, wenn ich noch ein paar Scheren mitnehme, glaube ich. Irgendwie versammeln die sich ja alle in der Ecke, die Schafe. Merkwürdigen Herdtrieb. Wir haben hier nur ein paar Villager drin. Dann würde ich sagen, machen wir dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie Smaragde machen. Können wir hier nochmal ganz kurz nochmal ein bisschen Eisen einsacken? Oh, die Farm schon wieder 2,5 Stacks. Von dir möchte ich jetzt ganz viele Smaragde haben. So, dann könnte der hier schon Eisen nehmen. Das ist sehr nice. Ja, so geht das auf jeden Fall wunderbar. Aha, ich habe das Sheet-System gefunden. Wunderbar. So, ihr kriegt jetzt genug Brot, dann macht ihr mir genug Babys. Ganz viel Eisen weghandeln. Also, wieso habe ich das nie vorher immer mit Holz gemacht? Warum habe ich das nie einfach hier mit den Typen gemacht? Mit diesem hier. Guck mal, wie viel mehr Smaragde das bringt. Das ist doch komplett broken. Noch mehr Eisen in den Rachen. Ich könnte mir jetzt auch eine verzauberte Diamantschaufel mitnehmen. Von Kollege Schnürschuh hier. Ja, eine zweite Eisenfarm tut tatsächlich nicht weh. Und dann hätten wir den Upgrade der Farm da. 5 Werbung, mein Beileid, das tut mir leid. Danke für deinen Support, meine ich. Sehr schön, dann haben wir wieder 4 Stacks Eisen. Full Diamanten Tools, da ist auf jeden Fall, ging jetzt sehr zügig. Wie heißt der Seed? Ja komm Leute, ich mache euch den Seed. Hier, / Seed, da ist er. Geht nicht, ich weiß den Seed nicht. Es tut mir leid. Nochmal durchgraben und dann haben wir einen Weg direkt zur Eisenfarm. Also das Prinzip ist einfach, ich möchte ein Signal drauf führen, ne, dass quasi, wenn hier ein Schaf vorbeikommt, dass das dann sofort geschert wird. Das heißt, man macht hier Schere in den Dispenserwerfer rein. Ich bin einfach ein Redstone-Genie. Eigentlich müsste das doch... Redstone mit Timo, Leute, Redstone mit Timo. So, dann gehen die hier durch und dann werden die hier geschert, wenn das wieder hochkommt. So, also ich weiß, ihr seid jetzt ganz angetan von der Druckplatte, aber einer muss runter, sonst kommt das Signal nicht durch. Redstone mit Timo. das hat geklappt. Okay, ich brauche was anderes. Ja, jetzt ist da schon ein geschertes Schaf. Also es ist noch ausbaufähig, das System an der Stelle. Besonders, weil die ziemlich am Campen sind auf der Druckplatte. Einer geht in die Kammer und der andere in die Kammer. Aha. Guck mal, fast verlustfrei. Apropos Eisenfarm, ich muss mal nochmal Eisen holen. Guckt mal hier, da sind unsere Eisenfarmen. Hier vorne ist der Spawn. Das Eisen spricht an und für sich dafür, dass die in den Spawn-Shanks sind. Zumindest eine Seite. So, noch ein Stück weiter und du bist an der richtigen Position. Sehr schön. Machen wir so. Und Eisen handeln, sehr schön. Kriegen ein Schild, ein neues. So, wir haben Feuerschutz 1, Federfall 3, Haltbarkeit 2, Schutz 2. Das sind mal Stiefel. Okay, Leute, wir nehmen unser erstes Diamantteil, die Schuhe. Jetzt können wir uns die Hose holen, die Brust und so, perfekt. So, jetzt sind wir voll Diamant, ne? Oh. Oh, wie süß. Ich dachte, das gibt's nicht mehr in 1.19, dass Eisengolems eine Rose anbieten. Das sehe ich legit. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden gefühlt. Mach das Collection-System anders. Es nervt mich so, dass da so viel Verlust ist, ne? Ich muss irgendwas machen, dass sobald das aktiviert, aktiviert es ein Minecart, der da drunter herfährt und das einsammelt. So, du guckst hier in die Richtung. Du guckst nach da und du guckst nach da. Ich habe jetzt herausgefunden, machen wir das einfach so, dass wir hier einen Redstone hinmachen. Dann führen wir das Redstone hier nach hinten hin, weil es hat einfach nur das Signal, was gekommen ist. Das war einfach nicht lang genug und dann soll es verlängert werden, weil ich habe ja das Problem, dass ich das gar nicht verlängern kann. So machen und dann müssen wir hier 2 Repeater hinmachen und das Signal verstärken und dann sollte die
Moment, ich brauche nochmal Zuckerrohr. Dann sollte die losfahren, wenn es aberntet. Genau so. Guck mal. Perfekt. Jetzt gehen wir einmal davor, machen hier das Glas hin und dass es einfach keinen Verlust gibt, wenn das hier zu weit rausgeschleudert wird. Dann schälen wir die hier unten auch noch und dann machen wir die Treppen hier unten rein. So, das sieht gut aus, das gefällt mir. Wir haben jetzt Reparatur. Optimal. Gut, dann haben wir Haltbarkeit. Dann muss ich den einmal... Ja, dann nehme ich einmal Haltbarkeit mit. Und dann müssen wir noch Effizienz 5 finden. Und dann haben wir die Bewohner schon erstmal wieder durch hier. Oh! Ah, okay. Wir wissen, was wir zu tun haben. Den Haltbarkeitsdreibuch nehmen wir hier auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ist hier einfach schon wieder deine Zeit abgelaufen, Kollege Schnürschuh. Alles klar, das hast du davon, wenn du Haltbarkeit 2 teurer verkaufst als Haltbarkeit 3. Jetzt. Komm, ich möchte jetzt mal wissen, wie viel von diesen Dingern ich dahin schon hingemacht habe. 200 Mal nur hingestellt. Ah, das ist noch gar nichts. Ich vertraue dir. Oh, Rexy. Ehre, Rexy. Da gibt's ein neues Schild in der Welt. Ich feiere es. Wo packen wir das denn hin? Wir packen das. Das könnte eine tolle Wand werden hier. Okay, Rexy. Na? Ehre. Timo, sehr witzig. Entschuldigung, ne? Erstmal hast du einen Perltrade. Jackpot. Wie viel habe ich jetzt mehr? Also nochmal 125 mal mehr das Ding gemacht. Und immer noch kein Effizienz 5. Glück 3 ist acquired. Vielleicht haben wir bei dem mehr Glück. Bei dem neuen. Wer weiß. Wir werden es sehen. Das Gollum ist Raiding mit 13. Hallo, willkommen. Dankeschön für den Raid, das Gollum. Ehre. Dann gehen wir jetzt einfach mal runter ins Deep Dark. Dann gehen wir jetzt ins Deep Dark runter in Hardcore. Ein bisschen beeindrucken die Leute, dass sie auch ein Follow da lassen. Zwicker, zwicker. Warte mal. Ich weiß jetzt, wo meine Bewohner sind, Leute. Hey, du bist aber auch schon Abenteurer, ne? Hallo, was machst du hier unten, Ecki? Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich habe mich gar nicht verlaufen wieder. Okay. Jetzt wird's spannend. Ich habe gar keine Ahnung, was hier ab... Oh, oh. Das war jetzt unerwartet. Habe ich meine Hake dabei? Ich habe nicht immer meine Hake dabei. Zombie, psch, psch, psch. Mach nicht so laut, Zombie. Mach nicht so laut. Das muss jetzt leise sein. Easy, Leute. Das war doch nicht mal spannend, ey. Leute, easy, easy. Mach mal die Helligkeit höher. So, ich mache jetzt die Helligkeit von hell auf heller. Da ist die Stadt. So, Shrieker. Dir geht's jetzt an den Kragen. Wenn ich den... Oh, Foxy, hör auf damit mit diesem Sound, ey. Jetzt erschrecke ich mich selbst hier unten, ey. Mann, ey. Ja, okay, das geht. Oh! Der Wärter rückt vor. Oh, jetzt geht's aber. Leute. Also wirklich, ne? Jetzt geht's. Also, ich geh so raus, ne? Bitte hab keinen Schwieger in der Wand. Bitte ist kein Schwieger in der Wand. Oh, irre. Schwieger, weg. Leute, ich habe keine Fackel mehr. Ich kann euch kein Licht mehr machen. Ah, da oben ist ein Shrieker. Da unten ist ein Shrieker. Da ist ein Skulk-Sensor. Wenn ich den Skulk-Sensor einbaue, dann sollte das Geräusch... Oh, da sind drei... Das sind drei Shrieker. Okay, dann schleichen wir hier dran vorbei. Da oben ist noch ein Shrieker. Da sind zwei Shrieker. Oh Gott. Hashtag Mega-Loot. Ja. So, ich baue mich jetzt hier ein und dann kein Ton. Nice. Wir haben einen Trakt der Regeneration und einen Schutz 4 Rüstung. Ein paar Kerzen, ein paar Schalksensors und Echoscherben. Aber das war's. Voll guter Loot, ja, wirklich.
unschlagbar an der Stelle. Aber ich möchte jetzt nicht weiter rein. Möchte ich weiter rein? Vielleicht möchte ich weiter rein. Ich möchte sowas von mehr Loot haben. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, okay. Leute, vergesst nicht zu atmen. Oh. Ich bin so froh, dass es hier keine Monster gibt, ne? Ich bin so froh. Ich habe keine Ahnung, wo Loot ist. Das ist mein Problem. Oh, ein Skelettkopf. Wie geil ist das denn? Den Skelettkopf will ich haben. Ich möchte den Skelettschädel haben. Ja. Ich habe einen Skelettschädel. Wie geil ist das denn? Ich will gucken, ob da oben Loot ist. Warte mal, wir gehen da mal hoch. Nichts abbauen jetzt. Verdammt, hier ist kein Loot. Ich habe so gebetet, dass der Schicker dahinter nicht aktiviert würde. Ja, 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 wir glauben alle. Aber im Grunde wollt ihr nur den Warden bei mir sehen. Oh, wie gefährlich ist das? Oh, da ist noch ein Schädel. Oh, ist das der einzige Schrieker hier? Ich meine, beim letzten Mal hat das auch geklappt hier, ne? Warum sollte es nicht nochmal klappen? Muss mal kurz gucken. Glaube, das war der einzige Schrieker hier. Okay. Wir beten, wir beten, wir beten. Oh oh. Okay. Wie oft habe ich das jetzt ausgelöst? Oh, was ist das für ein Loot? In dir sind tolle Kisten. Da ist toller Loot. Nix ist, Leute. Ein Sattel, ja, schön. Das macht keinen Sinn. Wir sind weg hier. Das ist mir zu gefährlich hier. Dafür, dass es so ein Loot ist. Das sind 3 Kisten. Und der Loot ist einfach hundsmiserabel. Eigentlich gibt's besser. Ja, dann hab ich wohl einfach richtig Pech wieder. Ist die Frage, wo ist raus? Das ist die Frage jetzt. Oh, warte, da ist das Portal. Wir sind ziemlich nah an die Mitte gekommen. Yo, Haltbarkeit und Reparatur. Ja, das habe ich mir selbst geholt von meinen Bewohnern. Das war nicht vom Loot her. Ich glaube, hier war alles sicher. Oh. Ja. Oder? Ah, berühmte letzte Worte. Ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Das sind berühmte letzte Worte. Es hat sich null ausgezahlt, mal ehrlich. Also selbst Minecarts haben besseren Loot. So. Okay, wir haben The Deep Dark überlebt. Wir haben 3 Kisten haben wir geöffnet. Und wir haben wirklich nur Knochen, eine Schallplatte, Schwungkraft 3 Verzauberung. Ich habe schon Schwungkraft 2 auf dem Schwert. Das war's. Also noch ein paar Knochen. Ah, gut. Ein Skelettschädel haben wir auch bekommen, ne? Der ist natürlich mega nice an der Stelle. Und das muss ich sagen. Töte den Warden. Ja, genau. Ich mache eine Warden-Farm dann. Was ist deine Mission in der Welt? Meine Hauptmission ist, nicht zu sterben. Denn ich habe mir das Ziel gesetzt. So blöd es klingt, ich möchte 1000 Tage in Hardcore überleben, ohne groß AFK zu gehen. Ich traue mir das zu, dass ich das schaffe. Ich werde dann auch bauen und sowas alles und Farms machen und bauen. Einfach, dass wir die 1000 Tage rumkriegen. Aber das ist mein Ziel, ne? Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und gerade habe ich ein sehr schönes Gefühl. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ne? Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch was, ne? Haut da rein. Macht's gut. Bis dann.